Während Miguel Indurain, Laurent Jalabert und Richard Virenque bei der Dauphiné Libéré 1996 gegeneinander antraten und als Hauptfavoriten für die Tour de France gehandelt wurden, traten bei der Tour de Suisse drei ganz andere Fahrer gegeneinander an, die einige Wochen später beim Grand Boucle für die wirklichen Überraschungen sorgen sollten. Bjarne Riis und Jan Ullrich vom Team Telekom und unser heutiger Protagonist, das One-Hit-Wonder, Peter Luttenberger. Ein kleiner österreichischer Kletterer, der bei dieser einzigartigen Tour de Suisse jeden überraschte. Willst du die Geschichte von Lutte hören? Los geht's! Das italienische Carrera-Team war in den 80er und 90er Jahren eine der legendärsten Mannschaften im Radsport. Fahrer wie Stephen Roach, Claudio Chiappucci und Marco Pantani waren wahre Stars in diesem Rennstall voller Doping. Es gab mehr dunkle Künstler als in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. In der Saison 1996 gab es jedoch zwei ernsthafte Probleme. An erster Stelle stand das Geld. Das Sponsoring der legendären Sonnenbrillenmarke lief aus und das Team würde sich am Ende der Saison in zwei Teile aufspalten. Zweitens konnten ihre beiden Hauptstars aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht auftreten. Im Fall von Claudio Chiappucci lagen seine besten Jahre schon hinter ihm. Seine jüngeren Konkurrenten versuchten sich ebenfalls an Epo und obwohl er immer stärker und tapfer war, hatte er nicht mehr den Vorteil, den er gegenüber den anderen einmal hatte. Marco Pantani hingegen erholte sich von seiner schweren Verletzung, die er sich bei Milan Turin zugezogen hatte, und seine Bluttests ergaben einen Hämatokritwert von über 60%. Deshalb brauchte das italienische Team, das im letzten Jahr seines Bestehens einige sehr schöne Feuerwerkskörper zum Einsatz bereithielt, einen Testfahrer. Das war ein anderer Bergsteiger, unser heutiger Protagonist, Peter Luttenberger. In seinem einzigen Jahr als Profi bei Carrera erzielte Luttenberger keine herausragenden Ergebnisse und brach sich im Winter bei einem Unfall beide Ellbogen. Eine Verletzung, die nicht daran hinderte, bei seiner ersten großen Prüfung der Saison, der Euskal Bicicletta Ende Mai, zu glänzen. An diesem Wettbewerb nahmen einige der besten Fahrer der Welt teil, wie Miguel Indurain, die Schweizer Alex Zülle und Toni Rominger und der Franzose Luc Leblanc. Luttenberger kam dort als Unbekannter an, aber er zeigte schnell, dass mit ihm zu rechnen sei. Obwohl er beim Zeitfahren, das Zülle vor Indurain gewann, kaum auffiel, war er an den Bergtagen immer vorne mit dabei. Das zeigte sich vor allem am letzten Tag, der klassischen Besteigung des Monte Arate, wo der Ösi als einziger den Angriffen von Indurain und Zülle an den ersten Rampen des Anstiegs standhalten konnte. Am Ende gewann Big Mick diese Euskar Bicicletta, aber Luttenberger wurde immerhin Siebter. Lutte war ein eigenwilliger, individualistischer Typ. Als der italienische Teufel beim Giro d'Italia scheiterte, wusste er, dass er die Chance haben würde, bei der Tour de France zu glänzen. Aber zuerst musste er eine Probe bestehen, die Tour de Suisse. Mit einem souveränen Vorsprung vor den anderen Fahrern belegten die ehemaligen Teamkollegen und Feinde Evgeny Berzin und Bjarne Riis die ersten beiden Plätze in der Gesamtwertung und signalisierten, dass sie bereit für die Tour de France sind. Am ersten hügeligen Tag mit dem Ziel in Bussigny setzte sich eine Gruppe von 23 Fahrern an die Spitze, darunter der bereits erwähnte Russe und der Däne. Aber auch Peter Luttenberger und ein überraschender Gianni Bugno, der mit seinen 32 Jahren auf den Höhepunkt seiner Saison war, nachdem er beim Giro d'Italia gescheitert war. Es waren genau diese beiden Fahrer, die am nächsten Tag die besten Leistungen erbringen sollten. An einem weiteren langen und harten Bergtag mit einem Ziel in Ulrichen, das von einem der ersten Kasachen gewonnen wurde, setzte sich eine Gruppe rund um Peter Luttenberger vom Rest der Favoriten ab. Und sie konnten einen Vorsprung von fast 2 Minuten auf die Gruppe von Berzin und Riis herausfahren. Am nächsten Tag, auf einer kürzeren Etappe, die in Ascona endete, war es Bugno selber, der den Sprint der auf 15 Personen geschrumpften Favoritengruppe gewann, in der auch Peter Luttenberger mit einem Vorsprung von mehr als 2 Minuten ankam. Er war so stark, dass er am nächsten Tag die beste Leistung seiner Karriere zeigte und deutlich machte, dass er die Nummer 1 der Tour de Suisse ist. Es war die Königsetappe dieser Tour de Suisse, mit fast 200 Kilometern zwischen Ascona und Grindelwald und mit sehr harten Bergpässen wie der großen Scheideck, die 16,5 Kilometer lang ist und eine durchschnittliche Steigung von 7,7% aufweist.
Mehr als 30 Kilometer vor dem Ziel setzte sich Luttenberger von einer Gruppe ab, zu der auch Faresin, Bunyo und Berzin gehörten. Ohne zurückzuschauen, setzte sich Luttenberger immer weiter von seinen Konkurrenten ab, bis er das Ziel mit fast 2 Minuten Vorsprung vor der kleinen Gruppe der Favoriten erreichte. Der Abstand war so groß, dass die nächste Gruppe bereits mehr als 4 Minuten Rückstand hatte. Bjarne Riis fühlte sich an diesem Tag sehr krank. Ein Klassiker seiner Diät vor der Tour de France. Er kam in Begleitung eines sehr jungen Jan Ullrich mit 17 Minuten Rückstand auf den Österreicher von Carrera ins Ziel. Er würde nicht mehr an der Tour de Suisse teilnehmen, aber die Mischung aus EPO und Transfusionen von Dr. Luigi Cecchini sollte bei diesem Wettkampf immer noch sehr, sehr gut funktionieren. Am nächsten Tag, mit Luttenberger an der Spitze, belegte das deutsche Telekom-Duo Udo Bölz und Jan Ullrich die ersten beiden Plätze, indem sie eine Gruppe mit Vacislav Ekimov, Alberto Elli und Lance Armstrong besiegten. Ein Zeichen dafür, dass die Deutschen gut auf die Tour de France vorbereitet waren. Luttenberger fehlte nur eine Etappe, das abschließende Zeitfahren in Frauenfeld. Obwohl Jewgeni Berzin dort erneut gewann und bewies, dass er in dieser Disziplin vor Faresin, Armstrong und Bunyo die besten Beine hatte, schlug Luttenberger zurück. Er hatte mehr als eine Minute auf die Italiener verloren, festigte aber seine Führung in der Gesamtwertung. Es waren seine ersten Siege als Profi, die Königsetappe der Tour de Suisse plus die Gesamtwertung. Er würde nie wieder ein Etappenrennen oder eine andere prestigeträchtige Etappe in seiner Karriere gewinnen. Die Laborrate von Carrera hatte ihr Ziel erreicht. So konnte er bei der Tour de France dann vor allem in den Bergen glänzen, wo er in den Pyrenäen immer in den Top 10 der Etappen lag und in den Alpen mit den Besten mithielt, um einen überraschenden 5. Platz mit 7 Minuten hinter dem Sieger Bjarne Riis zu erreichen. Diese Leistung bleibt ein historischer Meilenstein für den österreichischen Radsport und für Peter Pan Luttenberger. Er bekam einen guten finanziellen Vertrag bei Teams wie Dr. Leinders Rabobank oder Manolo Sainz Onze, konnte aber auf der Straße nicht mehr glänzen. Als er für den Profiradsport schon am Ende schien, erinnerte sich sein ehemaliger Rivale Bjarne Riis im Mai 2003 an ihn und nahm ihn bei CSC unter Vertrag. Er arbeitete als Helfer für Hamilton und Carlos Sastre und schaffte es trotzdem, die Tour de France als 13. zu beenden. Jahre später behauptete ein ehemaliger Rabobank-Teamkollege von ihm, dass er in einem schmutzigen Hotelzimmer Blut übertragen habe. Bis heute bestreitet Lutte natürlich, dass er gedopt hat. Die Österreicher beanspruchen sogar das gelbe Trikot für Luttenberger von der Tour de France 1996, nachdem die 4 Erstplatzierten entweder Doping gestanden hatten oder in die Festina-Affäre verwickelt waren. Und wie Lutte selbst sagte, wäre sein bester Nachfolger der große österreichische Radsportler Stefan Denifl. Ein weiterer großer Doper, über den wir euch aufklären können, wenn ihr das nur wollt.